Ihr hört euch jetzt mal die Wörter an, die ich sage, und fühlt mal in euch, was diese Wörter bei euch auslösen. Rechtsextrem. Juden. Ich finde, Meinungsfreiheit ist ein super wichtiges Gut. Ich als Journalist mache da, wo ich kann, Gebrauch davon. Dennoch, beim Leugnen des Holocausts hört der Spaß auf. Das ist nicht nur abwegig und absurd, das ist auch eine Straftat. Trotzdem, es gibt ein paar Rechtsradikale, die machen das Ganze immer noch. Mein Name ist Marco Mohanwe. Bei Funk haben wir gerade einen Schwerpunkt zu Extremismus. Aus diesem Grund bin ich heute unterwegs als Gastreporter für Follow Me Reports. Ich treffe mich jetzt mit Jonas. Der geht ganz regelmäßig als Journalist auf diese Demos von den Rechtsradikalen. Und heute ist auch so eine Kundgebung von wirklich bekannten HolocaustleugnerInnen. Ich stelle mir die Frage, ob das für ihn gefährlich sein wird, als Journalist dort zu berichten. Und auch für mich und mit dem ganzen Kamerateam. Hey, wir machen das mal so. Alles klar. Ja, krass. Ich glaube, wir müssen uns jetzt mal vorbereiten. Die Demo geht gleich los. Was ist das eigentlich für ein Event, wo wir jetzt dahin gehen? Das ist eine Kundgebung vom Volkslehrer. Das ist so ein Neonazi-YouTuber. Mhm. Der war früher in Berlin als Grundschullehrer tätig. Und nachdem dann auf sein Treiben aufmerksam gemacht wurde, hat er seinen Job verloren und ist sozusagen seitdem so Vollzeit-YouTube-Aktivist. Man sagt nicht, gut, die Nazis haben sie missbraucht, jetzt gebrauchen wir sie wieder richtig. Wäre ja eigentlich logisch. Nein, raus damit! Ja, raus! Märkische Heide, raus! Das sind ja richtig gruselige Leute. Wie geht's dir jedes Mal vor so einer Kundgebung? Heute bin ich jetzt nicht so aufgeregt. Ich denke, es werden nicht so viele Leute sein. Ich kann das Milieu ganz gut einschätzen. Ich glaube, das wird nicht so wild. Aber es gibt auch Einsätze, wo man weiß, da kommen irgendwie vielleicht 1000, 2000 Rechtsextreme in einer anderen Stadt, wo ich mich nicht so gut auskenne. Ein bisschen mulmig ist einem da natürlich schon. So von Nazis angeschubst zu werden, ist nicht so geil, glaube ich. Ja, also ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, dass ich jetzt noch nie so wirklich körperlich angegriffen wurde. Wir fahren jetzt dann auch mal gleich los. Lass uns mal die Masken anlegen. Was ist so das Schlimmste, was dir jemals bei so einer Demo passiert ist? Wenn man zum Beispiel im Ausland unterwegs ist, in Budapest, gibt es alljährlich so ein Waffen-SS-Gedenken. Da gibt es die deutschen Strafnormen nicht hinsichtlich Hakenkreuz und SS-Logo und so. Das heißt, da treten dann Neonazis aus ganz Europa, auch aus Deutschland eben auf, in SS-Uniformen mit tätowierten Hakenkreuzen. Und das ist schon auch, wenn man dann da so steht und das sieht, das ist auch krass. Wie schätzt du diese Demo, die wir jetzt besuchen, werden ein so vom Aggressionspotenzial? Die Presse ist im rechtsextremen Umfeld nicht gerne gesehen und natürlich kann immer was passieren. Ich kann dir vielleicht zeigen bei der einen Volkslehrerkundgebung, was da das letzte Mal passiert ist. Wo ist das Mikrofon? Das hier? Ist das Mikrofon? Das ist ganz schön weich. Können Sie mal was machen? Können Sie hier bitte kommen? Hallo, ist das hier ein Winzer? Ist das ein Winzer? Ich will mal anfassen. Also, gibt's denn das? Ich will mal anfassen. Führen. Ja, aber die Polizei war schon flott da. Also wenn jetzt, ach so, das ist ein Scheißjob. Was ganz typisch auch ist, ist, dass man eben abgefilmt wird, wie du da siehst, ja, also dass sie selber kommen und dir die Kamera ins Gesicht halten oder das Handy eben. Es gibt ja auch gewaltbereitere Kameradschaften, meintest du? Zeig uns die doch mal bitte. Da sind über 1000 Rechtsextreme ziemlich aggressiv durch Berlin gezogen. Ein Baum, ein Strick, ein Pressegenick! Ein Baum, ein Strick, ein Pressegenick, hat er gerufen. Krass. Das ist schon angsteinflößend, ehrlich gesagt. Was ist so eine gute Beute? Wenn jetzt ein Hitlergruß auf einer Demo gezeigt wird, dann freut mich das nicht. Ich finde das scheiße, dass das passiert. Aber der Hitlergruß wird eh gezeigt. Und insofern bin ich froh darüber, wenn ich mit der Kamera daneben stehe und das dokumentieren kann. Dann lass uns auf diesen gefährlichen Arbeitsplatz fahren. Diesmal werde ich ja jetzt Jonas' Rolle übernehmen und da als Journalist, Reporter in diese Masse rein. Ich war noch nie auf so einer Demo mit so vielen rechtsradikalen Personen. Ich kenne die eher aus dem Netz und die sind schon richtig aggressiv. Ich habe schon als Journalist richtige Morddrohungen bekommen, deswegen ist mir schon mulmig. Also nochmal zur Erinnerung, in den deutschen Gesetzbüchern ist das Leugnen des Holocausts laut dem Paragraph 130 eine Straftat. Das ist verboten, das darf man nicht machen. Man kann bis zu 5 Jahre ins Gefängnis dafür kommen, man kann hohe Geldsummen dafür bezahlen. Und hier auf dieser Kundgebung sollen sich auch eine Menge bekannte HolocaustleugnerInnen befinden. Was sind denn so spannende Tattoos oder so Symbole, auf die man da so achten kann? Also wir werden sicherlich ein paar Reichsflaggen sehen, also die Flaggen vom Deutschen Reich.
Wir können mal auf Tattoos achten, ob da irgendwelche Runen sind, vielleicht auch verbotene Symbole, politische Slogans auf T-Shirts. Müssen wir einfach mal gucken, was es da gibt. Ich würde mir die Maske noch mal aufziehen, weil man manchmal den Mindestabstand nicht einhalten kann, aber musst du wissen. Das ist ein guter Hinweis. Also ganz wie die deutsche Flagge 2020 sieht das nicht aus. Da haben wir ja schon so ein klassisches Indiz, die nicht mehr aktuelle Reichsflagge. Ja, das ist in dem Kreis beliebt, weil mit der Flagge der Bundesrepublik können sie nicht so viel anfangen. Ein Motto dieser Demo ist ja auch gegen BRD-Faschismus. Ich bin dafür, dass man das Grundgesetz nicht gering schätzt. Da haben schließlich unsere Vorfahren in der Villa Rothschild damals viel Zeit verbracht, bis sie das dann endlich soweit hatten. Ihr hört euch jetzt mal die Wörter an, die ich sage, und fühlt mal in euch, was diese Wörter bei euch auslösen. Völkisch. Ekel. Wer ist denn sonst? Rechts. Ekel. Rechtsextrem. Ekel. Juden. Sie haben ganz oft Ekel, Ekel, Ekel gerufen. Ja. Warum? Der Faschismus ist ekelhaft, der Holocaust ist ekelhaft. Das ist das größte Verbrechen der Geschichte. Und dort vorne spricht ein verurteilter Holocaust-Leugner. Sie hatten da eine Menge zu sagen. Was, Er hat ein Angebot gekriegt, kann er da auf die Bühne gehen und kann seinen Quatsch erklären. Aber wenn man dann halt Holocaust-Leugner und so einen Scheiß erzählt, so, erzähl doch mal, wann hat er das gemacht? Wann hat er den Holocaust geleugnet? Kannst du nicht, wa? Was sind so Ihre Sorgen oder Ihre Ängste? Was sind meine Sorgen? Da braucht man sich da bloß mal umgucken. Ich komme aus der DDR und gegen die DDR. Also die DDR ist dagegen Kindergarten, was jetzt hier in der Diktatur los ist. Das ist diese verkommen ja immer mehr, ich sag's mal so. Sehr merkwürdige Ansicht, aber war auch nicht anders zu warten in so einer Veranstaltung, ehrlich gesagt. Ja, gegen Deutschland ist ein 100-jähriger Vernichtungskrieg im Gange. Gab es einen Vernichtungskrieg gegen Juden? Wissen Sie, darüber kann man in diesem Lande nicht sprechen, weil wir keine Meinungsfreiheit haben. Sie fühlen sich nicht wohl, darüber zu sprechen, ob Sie daran glauben, dass es den Holocaust gegeben hat. Mit Ihrem Holocaust auch. Das ist jetzt hier kein Thema. Hier ist deutsche Kultur Thema. Und der Vernichtungskrieg gegen Deutschland, das ist Thema. Wer ist Teil dieses deutschen Volks, das aussterben könnte? Natürlich hat die Abstammung eine ganz wesentliche Rolle. Aber sagen wir mal, die BRD ist ein Staat, jemand hat einen BRD-Pass, dann ist er BRD-Bürger. Aber damit eben noch nicht Teil des deutschen Volkes. Was ist Ihre Sorge oder die Gefahr, wenn jetzt zu viele nicht-deutsche Personen als deutsch anerkannt würden und somit unsere deutsche Kultur neu definieren oder prägen würden? Schauen wir nach Nordamerika. Die Indianer, die dort lebten, die hatten eine lebendige Kultur. Was ist davon jetzt noch übrig? Ein paar Reservate. Dort leben sie ihre Kultur, so gut es geht. Viele haben sich auch schon angepasst an die neuen Gegebenheiten. Das ist vielleicht auch meine Aufgabe als Indianer, als deutscher Indianer, die deutsche Kultur zu leben, auch wenn alles hier sich verändert und alles durcheinander gewirbelt wird. Ist das ein Unterschied, ob die Eltern aus Ghana kommen oder aus Schweden? Schweden und Deutsche, die haben halt eine gemeinsame Herkunft. Da würde man sagen, ihre Vorfahren kommen wahrscheinlich aus Atlantis, die sind eben die Weißen. Und deswegen haben Deutsche und Schweden mehr Verbindung, genetisch einfach, als Deutsche und Ghana. Ich weiß jetzt nicht, wo ihre Wurzeln jetzt liegen, aber ich kann mir auch denken, dass sie auch gemischt sind. Wenn man darüber spricht, womöglich noch das Wort Rasse in den Mund nimmt, dann ist man gleich ein Nazi. Was gleich eher nochmal nazimäßig klingt, ist natürlich den Holocaust zu leugnen. Nee, wo habe ich das getan? Das war ja nicht rechtskräftig. Das war erstinstanzlich. Ich bin da in Berufung gegangen. Sie haben jetzt diese Vorwürfe von sich gewiesen, aber es gibt ja Leute, die genau solche Vorwürfe auch selber an sich haften haben. Die sind auch dafür schon gesessen. Diesen würde ja auch die Bühne gegeben. Ich denke, jeder Mensch hat das Recht, gehört zu werden. Und es gab ja auch mal das Panorama-Interview. Die haben ja auch Frau Haferbeck interviewt. Da konnte sie auch alles sagen, was sie sagen wollte. Mir macht man Vorwurf. Aber dem Öffentlich-Rechtlichen nicht. Wenn es jetzt im Fernsehen ist, diese Leute reden, dann kann man das sehr kritisch einordnen. Passiert das hier auch? Das muss ich nicht immer in dem Interview machen.
Ja, das ist nicht meine Aufgabe. Wie man das denn einschätzen kann, das können die mündigen Zuschauer machen. Wenn jetzt so jüdische Personen, die diesen Holocaust erlebt haben, die aufgrund einer Rhetorik, bisschen auch wie die ihrige, dass sie keine richtigen Deutschen sind, dass sie nicht dazugehören. Glauben Sie diesen Leuten, wenn sie davon erzählen, wie ihre Verwandten verbrannt wurden, dass sie vernichtet werden sollten? Angenommen, ich würde das nicht glauben und würde das jetzt sagen, dann wäre möglicherweise, hätte ich dann ein Problem und könnte angezeigt werden. Weil ich nicht ganz genau weiß, was ich auf diese Frage antworten darf, möchte ich sie nicht beantworten. Das war kein Ja. Das war eine Antwort auf Ihre Frage. Die Liebe öffnet mein Herz. Die Liebe öffnet mein Herz. Hier werden 200 Jahre alte deutsche Lieder getrellert. Was ich gerne trellern hören möchte, ist eure Glocke. Aktiviert die, dann verpasst ihr kein Video mehr von Follow Me Reports. Ich empfehle euch wirklich, wenn jetzt in den Kommentaren die ganzen Nazis und Rechtsextremen rauskommen, haltet dagegen, seid mutig, zeigt, dass wir als Community stärker sind als irgendwelche rechten Trolle. Jetzt wird Zeit, dass wir uns ein bisschen bewegen. Ein bisschen tanzen. So, die tanzen jetzt gleich hier einen ganz wichtigen deutschen Volkstanz anscheinend. Volkstanz? Scheiß hast du gesagt. Anscheinend, habe ich gesagt. Legen Sie mir keine Worte in den Mund. Aber keine Porträtfotografieren. Wir können doch ruhig ganz klar sagen, stopp, nicht fotografieren. Ne? Ich möchte auch keine Porträtaufnahmen. Dann hören Sie auf, die Kamera zu fassen. Hey, weg! Hey, hauen ab, ist gut. Warum schubsen Sie mich? Runter, Sie dürfen keine Porträtfotos machen. Er darf Fotos machen. Ich mache doch keine Porträtfotos und das ist doch scheißegal. Freunde, beruhigt euch wieder, die Herren der Polizei. Vielleicht wäre es ja möglich, dass wir die Namen der Fotografen bekommen, dass wir genau wissen, wo wir dann gucken können. Wie hat sich das für dich angefühlt, als da dieses Gerangel losgegangen ist? Der ist ja richtig rangegangen. Genau, also ein Kollege von mir wurde irgendwie von der Bühne angesprochen und dann hier an dich mit der und der Kappe, du hast gerade Porträtaufnahmen gemacht, das darfst du gar nicht. Und dann bin ich zur Situation dazugekommen, weil ich irgendwie das filmen wollte, falls was passiert. Und dann hat er gesehen, dass ich ihn filme und ist halt gleich sozusagen auf mich los. Hat hier ordentlich einmal reingepackt. Ich hatte auch kurz Angst, dass das Objektiv abbricht tatsächlich. Und dann gab es ein bisschen Gerangel und dann kam die Polizei. Was hast du denn für Material gesammelt jetzt gerade? Wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt. Ein Kollege von mir hat die Redebeiträge gefilmt. Ich habe eher so T-Shirts gefilmt, Tattoos und so weiter. Den Übergriff haben wir natürlich auch gefilmt. Und genau, ich müsste das einmal sichten, aber ich denke, da kann man auch auf jeden Fall ein Video draus machen. Gab es jetzt bei dieser Demo etwas, was jetzt unter dem Paragraph 130 fällt? Also eine strafbare Holocaust-Leugnung habe ich jetzt heute nicht gehört, aber die Leute sind ja auch nicht blöd, die wissen ja, dass es verboten ist. Aber was wir auf jeden Fall gesehen haben, sind so Solidarisierungen mit Holocaust-Leugnern. Also wenn wir zum Beispiel da einmal schauen, da sehen wir hier Solidarität. Mit Ursula Haferbeck trägt dieser Mann auf dem T-Shirt und Ursula Haferbeck ist sozusagen so die Grande Dame der Holocaust-Leugner-Bewegung, die auch gerade eine Haftstrafe absitzt. Also was man hier vielleicht noch ganz gut sieht, dieser Herr hatte auf seinem Hals stehen: Ich bereue nichts. Ich bereue nichts waren die letzten Worte von Rudolf Hess, als ihm der Prozess gemacht wurde, also Hitlers Stellvertreter, wo er einfach gesagt hat, nö, ich bereue nichts von dem, was ich gemacht habe, das war alles richtig. Das trägt dieser Mann da am Hals und bezieht sich damit ganz klar auf den historischen Nationalsozialismus. Passiert es doch manchmal, dass zum Beispiel, wenn man jetzt etwas Entlarvenderes entdeckt, dass es dann eine Klage kommt? Das ist jetzt nicht unser Ziel, aber wir veröffentlichen das. Und klar, wenn da volksverhetzende Inhalte dabei sind, dann kann es durchaus zur Anzeige gebracht werden von jedermann. Und uns ist auch bekannt, dass es durchaus wegen des Zeigens des Hitlergrußes, aber auch wegen so antisemitischen Gesängen auch schon zu Verurteilungen kam. Es gab ja die eine Situation, vielleicht erinnerst du dich daran, wo Nicola Lehrling auf der Bühne stand und gesagt hat, ich rufe euch jetzt mal ein paar Worte zu und ihr sollt mal schauen, was ihr dazu fühlt, welche Emotionen ihr dazu habt. Ja. Und dann rief er sowas wie Faschismus, völkisch, rechtsextrem. Und dann gab es einen Gegendemonstranten, der dann immer eklig dazwischen gerufen hat. Und wir können mal kurz reinschauen. Eklig. Rechtsextrem. Ekel. Und da ruft aber eine Frau jetzt wiederum wunderschön. Ja, ja, also eine Teilnehmerin. Keine Gegendemonstranten ruft wunderschön. Ja. So, und dann geht's weiter. Juden.
Jetzt ist der Gegendemonstrant ruhig, aber einer der Teilnehmer ruft Ekel und lacht danach ganz höhnisch. Was bleibt auch unwidersprochen. Und dann würde ich dir aber noch mal eine Stelle zeigen, da waren wir schon unterwegs. Das sind Aufnahmen, die habe ich gerade von meinem Kollegen geschickt bekommen. Ich möchte, dass die Rassen erhalten bleiben. Dass ein N***er ein N***er ist, dass ein Weißer ist. Ist es nicht Volksverhetzung, dass er jetzt zum Beispiel für eine Personengruppe einen beleidigenden Begriff verwendet hat? Dass er, Nee. Okay. Also, ich bin kein Jurist, aber ich glaube nicht, dass das unter Volksverhetzung fällt. Die Meinungsfreiheit ist ja auch aus guten Gründen sehr breit und kann eben nicht so leicht eingeschränkt werden. Das ist ja auch an sich vernünftig. Aber es ist nun mal so, dass nicht alles, was rassistisch und antisemitisch und irgendwie menschenverachtend ist, auch automatisch strafbar ist. Wir machen jetzt hier diesen Follow-Me-Film. Du filmst die regelmäßig, diese Leute. Gibt man denen nicht eigentlich eine Plattform und eine Bühne für ihren ganzen Hass? Also diese Leute sind da. Wir schneiden das, wir ordnen das ein, um dafür eine Sensibilisierung zu schaffen. Und ich denke, das ist schon besser, weil man kann nicht einfach die Augen verschließen und so tun, als gäbe es diese Leute nicht. Ganz klassischer biologistischer Rassismus. Man möchte meinen, das ist in den Zeiten von Hitler geblieben, aber auch das ist Deutschland 2020. Die stehen vom Kanzleramt und reden dann davon, dass die Bundesrepublik Deutschland ein faschistischer Staat sein soll, aber können trotzdem diese krassen Dinge dort genau sagen. Und das beweist ja, dass wir eben nicht in einem faschistischen Staat leben. Wir als Deutsche, wir kommen in allerlei Farben, Alter, Größe, Geschlechteridentitäten, sexuellen Orientierungen, Hautfarben, Augenfarben. Ihr zählt dasselbe auf. Und ich bin zuversichtlich, dass diesen Menschen in der Zukunft und deren Definition von Deutschsein garantiert nicht recht gegeben wird. Ich lege euch auf jeden Fall nahe, hier zu abonnieren, dann verpasst ihr keinen weiteren Film von Follow Me Reports. Außerdem empfehle ich euch den Film von meiner Kollegin Hanna. Die hat sich ein Konzentrationslager angeguckt und da konnte man sehen, wie jüdische Menschen in Deutschland industriell vernichtet wurden. Wenn ihr noch mehr zum Schwerpunkt Extremismus sehen wollt, findet ihr hier eine Playlist mit unseren anderen Filmen dazu.